Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren App-Review von mir. Ich bin der Max von Epic Reviews und ich habe heute The Monster Ate My Homework. Das ist zurzeit kostenlos und ich fange gleich an. Im Menü ist nicht viel. Man sieht, es ist mit dem Game Center gekoppelt. Hier kann man sich mehrere Games angucken. Wenn man auf Play drückt, hat man so ähnlich wie bei Cut the Rope so ein paar Auswahlen für die Zonen. Ich habe jetzt noch nicht viel angefangen, aber ich war einfach so beeindruckt von diesem Spiel und wie das Ganze aussieht. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ja, Ziel ist es bei diesem Spiel, man hat hier so eine Kartonplattform, sehr schön in 3D gehalten. Ziel ist es eben hier diese Bücher, das sind eure Hausaufgaben, die dürfen nicht hier unten ins Wasser fallen. Oder was das auch immer ist. Hier sind so viereckige Monster. Und die haben halt immer irgendwie eure Hausaufgaben in Beschlag und wollen ja auch nicht weggeben. Jetzt müsst ihr eben versuchen, die Monster von dieser Plattform runterzuholen, ohne dass die Hausaufgaben runterfallen. Also zum Beispiel jetzt hier drauf tippen und dann fliegen hier so kleine Bälle lang und die schubsen dann, sollten dann diese Monster runterschubsen. Man kann sich das Ganze schön ansehen und wirklich die Physik dahinter, hinter diesem Spiel, ist sehr, sehr schön gemacht. Man kann extrem gut spielen, na, durch die Kamera ist es etwas schwierig, aber es macht wirklich eine Menge Spaß. Jetzt habe ich auch schon den ersten Stern hier oben verloren. Man kann natürlich es immer weiter treiben, indem man ganz viele Bälle da lang tippt. Wenn ihr das geschafft oder auch nicht geschafft habt, was weiß ich, kommt hier halt so ein Buch hoch, auch ganz schön in 3D animiert, dann könnt ihr euch jetzt nochmal die Achievements im Game Center angucken, die Leaderboards, eben nächste Level oder das Level normal spielen. Ich bin immer so ein Nerd und versuche dann direkt 3 Sterne zu kriegen. Was auch noch ganz cool ist, so als kleiner Tipp, wenn man jetzt hier hinten drauf schießt, kann man das direkt 3D umwandeln und dann versuchen, das Runterfallende nochmal aufzuheben und dann nochmal dagegen zu tippen. Aber das bringt in diesem Level recht wenig. Man kann, wie gesagt, hier oben nochmal neu starten, man kann ins Menü gehen, sich die ganzen Level angucken. Zum Anfang wird natürlich alles nochmal erklärt, andere Level sehen dann so aus. Das ist zum Anfang relativ einfach, aber es wird sehr, sehr schnell schwierig. Ich stehe auf Kniffelspiele, das ist immer ganz cool. Auf jeden Fall, das App ist im Moment kostenlos. Wenn ich das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Auf jeden Fall, ihr könnt es euch auf jeden Fall laden. Ich finde es ein richtig gutes Spiel, schön 3D, die Physik ist sehr, sehr toll. Auch witzig, was die Monster da für Geräusche machen. Das kann ich auch gleich mal einblenden. Von mir kriegt das Spiel auch 10 von 10 Punkten. Ich finde es super cool, da kommen bestimmt auch noch Updates mit mehr Leveln. Und dann wie immer, abonniert, kommentiert, bewertet und dann bis zum nächsten Mal.